Hallo und herzlich willkommen, liebe Community da draußen an den Bildschirmen. Hier ist mal wieder euer Chris und Space Engineers. Ja, mit der Hilfe der Jungs und viel Lesen habe ich natürlich dann ein wenig Wissen angesammelt, um in diesem Spiel etwas zu erschaffen, die Hässlingsbasis. Aber es ist ja egal, es ist funktional, es ist pragmatisch, typisch Chris wieder. Und ich möchte mich hier einfach durchwursteln durch das Spiel. Ich habe auch schon zu den Jungs gesagt, ich will gar nicht alles wissen. Ich will einfach auch selber versuchen, Dinge rauszufinden. Ja, und in dem Fall hatten wir in der letzten Folge Munition gebaut. Und die müssen wir jetzt mal verteilen an die entsprechenden Geschichten hier. Die kriegen natürlich alle noch einen Anschluss, ist ja klar, hatte ich ja schon drüber gesprochen. Aber aktuell müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Munition an die Waffen verteilen. Das machen wir jetzt noch von Hand. Und hier sehen wir auch das Ende von Build and Repair. Also bis hierher geht's. Komischerweise steht da 150 Meter. Wir sind aber keine 150 Meter weg vom 150 Meter weg von dem Punkt da hinten. Ja, also ich weiß nicht, warum Build and Repair hier jetzt nicht mehr baut. Wir können ja mal gucken, ob das noch stimmt mit 150 Meter. Man kann sich, glaube ich, auch diese Dings anzeigen lassen. Also, das ist der Farbton. Anderen helfen, neue Blöcke erzeugen. Und irgendwo stand hier die Reichweite. Genau, das ist der Baubereich. Und da sagen die ja 150 Meter, aber komischerweise sind das keine 150 Meter, zumindest ist das wahrscheinlich insgesamt 150 Meter breit. Könnte schon sein. Ja, er ist insgesamt 150 Meter breit, nicht von dem Punkt aus hier. Und da sehen wir natürlich, dann hat er natürlich da hinten nichts mehr gebaut. Aber hier unser Fahrzeugbereich ist noch voll abgedeckt. Das ist gut. Ja, so wollen wir ja arbeiten. Ja, und wir können den natürlich versetzen. Ist ja klar, je nachdem, wohin wir unsere Basis dann jetzt verschieben, können wir den Build- und Repair-Bereich natürlich auch verschieben. Und Build und Repair heißt eben auch Repair, so wie der Name ja schon sagt. Und das ist eine schöne Sache, weil dann reparieren die Anlagen nämlich auch Dinge, die kaputt gegangen sind. Ja, und hier können wir das dann horizontal versetzen, vertikal versetzen. Ja, vorwärts, rückwärts, Bereichshöhe, sehen wir, Bereichsbreite 150 Meter. Kann man alles einstellen, also so kann man das Ding auch auf jeden Fall sehr gut einstellen, wenn man es braucht. Und man kann auch sagen, was es halt machen soll. Ja, ob es die Sachen auch wirklich bauen soll. Man kann auch Sachen ausschalten, ja, dass man die zum Beispiel höher oder runter setzt. Hier sieht man die Reihenfolge. Er soll also erst reparieren, dann sollte er den Controller bauen, dann die Thruster, dann die Gyroskope, dann die Cargo-Container und so weiter. Wir werden aber natürlich hier einen Schalter einbauen, hier hinten irgendwo, und werden damit natürlich auch Build and Repair ein- und ausschalten können, denn wenn ich mein Schiff hier konstruiere, dann will ich nicht, dass der das schon gleich schweißt, weil ich erstmal gucken will, wie das so passt alles. Und wenn ich dann merke, okay, es kann losgehen, dann gehe ich hier hin, drücke einen Schalter und dann fängt Build and Repair an zu bauen. So der Plan. Also ich habe das alles noch nicht ausprobiert, das ist alles noch Theorie. Aber so können wir ja eigentlich mal anfangen zu bauen. Die nächste Frage wäre, ob wir ein Fahrwerk bauen, also einen Fuß. Ich gehe davon aus, dass wir das auf jeden Fall machen werden, weil wir irgendwo anfangen müssen. Und wir können natürlich das Ganze können wir natürlich einfach hinschmeißen und das wird sich ja dann jetzt irgendwann schweißen sozusagen. Also es wird dann irgendwann, lass das mal hier fallen. So, sollen wir den fallen lassen. Jetzt müsste Build and Repair auch irgendwann anfangen. Also ich weiß nicht, ob es schon anfängt oder ob die Items erst produziert werden. Aber so wie sich das anhört, passiert hier gerade noch gar nichts. Hier passiert noch gar nichts. Ach so, ja, ich weiß warum. Weil das ist, für das Spiel ist das hier ein anderes Grid, ne? Und deswegen schweißt er das noch nicht. Und ich glaube, wenn das dann verbunden ist mit der Station, dann fängt er an zu schweißen.
Hä? Okay, jetzt hat er da unten nochmal geschweißt. Das große Schiff wird uns natürlich einiges an Arbeit kosten. Ja, also logischerweise. Und wie gesagt, Build and Repair erkennt das ja nicht als eigenes, als erkennt das ja als eigenes Grid. Und deswegen macht er jetzt hier noch nichts. Wir brauchen aber erstmal ein paar Stahlplatten jetzt hier. Damit wir mal anfangen können, hier weiter zu schweißen. Sechs Motoren brauchen wir noch. So, wie gesagt, ich würde natürlich... was haben wir denn hier eigentlich mit G nochmal gedrückt? Ach, guck mal hier. Ja, ja, ja. Das sind die Rampen. So. Achso, wir können gleich noch was wegschweißen. Na, können wir nicht. So. Und ich glaube, wenn wir das jetzt geschweißt haben und das verbunden ist, dann erkennt Build and Repair das sozusagen als Grid, weil das ja an unserem Hauptgrid mit dran gekoppelt ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier einen Rahmen, einen Würfel drauf bauen. Ach Mann, wir brauchen wieder Stahlplatten. Das ist zum Brechen, wirklich. Also ich muss hier unbedingt mal noch ein Dings bauen, ja, einen Zugriffspunkt, dass wir nicht immer hier hin und her rennen müssen. So, jetzt gucken wir nochmal. So, und theoretisch müsste Build and Repair den jetzt bauen, weil der Fuß ist verbunden mit dem Grid. Und damit sollte der das eigentlich erkennen, dass das halt zu dem Grid hier gehört, auf dem er arbeiten soll. Und sollte das eigentlich schweißen. Ja, geil. Ja, genau. Er sollte das eigentlich erkennen und hat das weggeschweißt. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Da weiß ich jetzt gerade nicht, warum er das nicht gemacht hat. Weil der Fuß war verbunden mit der Basis. Naja gut, dann machen wir es anders. Dann bauen wir halt nicht auf dem Fuß, sondern bauen wir halt auf dem Grid hier. Und damit geht es auch. Ja, jetzt müssen wir Build and Repair natürlich ausschalten, damit uns das jetzt hier nicht alles kaputt macht. Aber ja. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde ja sagen, wir müssen uns erstmal was überlegen, wie wir jetzt ein Fahrwerk bauen. Also die Frage wäre ja, ob hier jetzt schon die Bohrer zwischenpassen, die ich bauen will. Gucken mal, wie groß die sind. Ja, die sind schon groß. Also da passen dann... Also ich würde gerne 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann nochmal etwas weiter weg. Genau. Ja, also ihr seht, wir müssen Build and Repair erstmal ausschalten. Weil Build and Repair jetzt hier schon die ganze Zeit baut. Obwohl es das noch gar nicht soll. Aber das hatte ich euch ja erklärt, dass wir das dann machen müssen, ja. Wir machen es... Ach, Mann, ey. Wir machen es noch einen breiter. Ich weiß gar nicht, ob das schon hoch genug ist. Das müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass das hoch genug ist. Und zwar brauchen wir jetzt noch eine Radaufhängung. Und da würde ich sagen, da nehmen wir 5x5. Also schon was Großes. Und Offroad finde ich ja schon mal geil. Und das wäre dann in dem Fall... rechts und in dem Fall gibt es ja auch noch irgendwo eine links, genau. So, und wir haben ja jetzt rechts, also müssen wir die 7 drücken. Und da seht ihr schon, das ist natürlich eine ordentliche Geschichte hier, dieses Ding.
Die ist natürlich riesig. Und was ich nicht weiß, ist, wie... Ah, da kommen wir gar nicht raus hier. Da kommen wir gar nicht raus. Da müssen wir hier unsere Basis noch wegbauen. Die ist natürlich ordentlich groß. Ja, das sehen wir ja hier. Aber ich finde es gut. Was ich nicht weiß, ist, wie rum muss das Ding. Also wo ist oben, wo ist unten. Das kann ich irgendwie nicht erkennen. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Das ist schwierig, ja. Schwierig zu sagen, wie rum die muss. Ob die oben oder unten hat. Naja, bei den anderen konnte man das ja ein bisschen erkennen, aber bei der hier, hier oben ist so eine komische Lasche drauf. Ich würde sagen, dann muss die so rum. Aber natürlich dann so. So und dann so. So muss die, glaube ich. Aber er dreht sie immer so rum. Das ist... So. Ich denke, so muss die. Meint er nicht? Ich schätze mal. Doch. Oh, yeah, ist das ein Rad, Alter. Nee, das ist ein bisschen groß. Nee, das ist ein bisschen groß. Ja, komm mir auf zu schweißen. Das ist zu groß. Oh, ist ein Rad. Nee, das ist zu groß. Ich glaube, 5x5 ist zu groß. Wir nehmen 3x3, oder? 3x3 sieht auch so klein aus. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fünf mal fünf. Und das ist 3x3. Da haben wir 3x3 invertiert. Und 3x3 normal, glaube ich. Und 1x1, das wollen wir nicht. Ach, die sind aber auch cool, ne? 7x7. Alter Scheiße. Ist ja noch größer. Offroad 3x3 rechts. Hätten wir dann hier. Und da gucken wir nochmal bei 7. Ah, die sieht so klein aus. Hä? Gibt es da nichts dazwischen? Scheint so, ne? War so groß. So groß will ich die eigentlich gar nicht bauen, ey. Und hier, das ist 3x3. Ja, so ist geil. Das ist 3x3. Genau. So, das ist hier rechts. Und dann brauchen wir noch... Okay, ist die falsche. Da muss hier noch irgendwo eine 3x3 links sein. Wo sind denn hier die ganzen Räder? Ja. Da müssen wir auch irgendwo ein 3x3 links haben. Irgendwo. 3x3, 5x5, 5x1. Ist die Frage. Fünf mal 5, 7x7, 1x1. Das ist rechts. Und das ist dann invertiert. Genau, die brauchen wir. Das ist die invertierte. Das ist... Oh, die müssen wir noch erstmal bauen hier. Sehr schön. Oh, das ist aber nicht die Offroad-Version, die ich da gerade rausgesucht habe. Also müssen wir nochmal gucken. Wir brauchen ja Offroad rechts, Offroad links. So, jetzt nochmal 6 und dann müsste der automatisch die große Version auswählen. Ja, wo haben wir den hingebaut? Den haben wir hinten an den letzten Stein gebaut, alles klar. So, das ist 3x3 links, genau. 3x3 links, da fangen wir wieder vorne an, damit wir nämlich wissen, welches Rad welches ist. Irgendwo hier. Zu meinem Mauszeiger. Da. Ja,
Das ist natürlich jetzt total geil. Nein. Nein. So rum? Ist hier richtig rum? Das ist schwer zu sehen, ja. Naja, wir werden sehen, ob das passt. Ich kenne mich damit nicht aus mit den Radaufhängungen. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus, glaube ich. So. Das wird jetzt unser Grundrahmen. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. So, jetzt brauchen wir natürlich ein Fahrcockpit. Das können wir ja hier vorne drauf bauen. Erstmal, dass wir schon mal ein Cockpit haben. Zum Fahren. Da würde ich sagen, dann nehmen wir... Oh, ist ja auch geil. Hier gibt es ein Hoverbike und so. Oh, ist ja geil. Ich würde sagen, wir nehmen ein normales Cockpit. Das ist ja, wie gesagt, nur zum Fahren. Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh, ey, es geht mir auf den Sack, dass das sich nicht richtig dreht immer. So. Da haben wir jetzt unser Cockpit. So, wir machen jetzt mal hier, wir machen jetzt mal nämlich einen Trick, weil ich nämlich mal wissen will. Hat er jetzt 4 hinzugefügt? Na, 5 hat er hinzugefügt. Ja, das ist Quatsch. Oh, jetzt haben wir hier mal, okay, hat sie noch nicht ganz fertig geschweißt. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat ihm irgendwas gefehlt. Wir können die ja selber zusammenschweißen. Ist ja kein Problem. Weil ich möchte nämlich jetzt mal gucken, ob die richtig rum sind. Ne? Und wie weit wir die jetzt runterfahren können. Das wollte ich nämlich jetzt mal wissen. Wir werden jetzt keine Stahlrohre produziert, weil, sag nicht, es fehlt irgendwas. Oh ne, die bauen. Ah, er schweißt selber hier fertig. Das ist schön. Fehlen Stahlrohre. Ich habe doch aber hier gesagt, er soll Stahlrohre bauen. Entnehmen von Stahlrohre nicht möglich. Weil... Jetzt müssen wir hier die ganzen... Maschinen durcharbeiten. Warum kann er keine Stahlrohre bauen? Warum baut er keine großen Stahlrohre? Das geht doch. Verstehe ich nicht. Okay, es funktioniert schon mal. So. Große Stahlrohre. Ich habe doch aber große Stahlrohre genommen, oder nicht? Na egal, wir lassen das System das machen. So, was wir jetzt noch brauchen... Wir machen erstmal hier die Dings aus. So, was wir jetzt noch brauchen, um zu bauen, ist... Wir brauchen mal eine Batterie. Einfach mal, um zu gucken, ob das ganze System hier funktioniert. Werde ich jetzt mal hier schnell die Batterien einfach so... platzieren. Wir werden später natürlich noch viel mehr Batterien haben, logischerweise. So. Wie gesagt, Build and Repair versucht natürlich immer, das zu bauen, was es soll. Und das hat es jetzt auch schon getan, glaube ich. Ja, Cockpit ist auch schon fertig. Das ist gut. So, jetzt können wir nämlich mal ins Cockpit einsteigen. Und jetzt können wir nämlich mal mit Card gucken, was wir hier so haben. Und wir können, glaube ich... Nein, nee, wir können nicht alles. Wir können nur das anzeigen, was hier drauf ist. Ja, es ist schade, ja, aber ist egal. So viel Radaufhängung haben wir ja nicht. So. Interessant ist, dass wir jetzt nicht sehen, welche ist.
Ja. Das ist leider sehr ärgerlich. Weil normalerweise stehen da Zahlen dahinter, aber das ist wahrscheinlich so lang, dass er das hier nicht anzeigen kann. Ja. Naja, gut. Ich würde ja mal sagen, die beiden ersten, also die, hier machen wir mal das Lenken raus und hier machen wir mal das Lenken raus. Und drücken wir mal V und dann gucken wir mal. Oh, wir müssen hier mal ein bisschen gucken, welche die Lenker sind. Oh, es lenkt gar keiner. Oh. Mensch, was ist denn das? Warum kann ich die Maus nicht bewegen? Jetzt kann ich die Maus bewegen. Okay, hier lenkt erstmal gar nichts. Hm, verstehe ich nicht. Aber das muss ich auch nicht verstehen. Block ist an. Sicherheitsentriegelung, was auch immer das heißt, weiß ich nicht. Oh ja, die können wir noch ein bisschen. 1,50 Meter können wir die noch raustüdeln, das ist gut. So, hier steht irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, warum der nicht fährt. Verstehe ich nicht. Was eigentlich. Kann es sein, weil der mit dem Grid verbunden ist und deswegen dann nicht fährt? Ach so, na klar, weil das noch eine Station ist. Ja, ja, ich habe verstanden. Wir sind ja verbunden mit unserer Station und deswegen sind wir eine Station. Also müssen wir das Ding wirklich auf den Fuß packen, ja. Aber da wir jetzt ein Cockpit dran haben, dürfte der das theoretisch nicht mehr löschen. Also auf dem Papier. Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren, ob das so ist. Aber ich will jetzt erstmal gucken, wie weit der jetzt hier runter geht, ob wir hier noch Platz haben. Ja, doch, das geht eigentlich, denke ich mal. Ja, ich denke, das wird gehen. Ja. Ich denke, das wird gehen. Also ich glaube, sobald man ein Cockpit hat, wird das Ding nicht mehr gekillt. Handbremse ist ja angezogen, also soll... Mann, ich drücke immer die falsche Taste, ey. Sollte also theoretisch nichts passieren. Müssten wir eigentlich wegschweißen können. Ey, bleib stehen. So, Handbremse ist aktiv. Ja, das Lenken funktioniert. Handbremse ist aktiv. Vorne lenkt er. Da lenkt er auch. Alles klar. Handbremse ist aktiv. Super Sache. Also, unser Fahrzeug ist jetzt erstmal drin. Oh nein, das sieht natürlich scheiße aus. Das hätten wir noch höher legen müssen. Das ist ja nicht so hoch, wie ich dachte. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich dachte, die fahren weiter raus, die Jungs. Aber das ist eigentlich Quatsch, was ich erzählt habe, weil hier sieht man ja die Höhe, ja? Also man kann ja hier, drück mal X, man kann ja hier, sieht man ja, wie weit der fährt hier, ne? Also das ist der Verfahrweg, den man einstellen kann hier. Ne? Ah, scheiße. Ja, da seht ihr mal wieder, so ist das bei der Konstruktion. Man baut und baut und baut und stellt hinterher fest, ne, geht nicht. Ja, ich muss das muss eigentlich noch höher, aber eigentlich will ich gar nicht so hoch. Weil ich ja eigentlich noch, ich will ja noch eine niedrige Bodenfreiheit haben, Schwerpunkt haben. Niedrigen Schwerpunkt, aber so wird es nicht gehen. Das kann ich euch schon mal sagen, das wird so nicht gehen. Wenn ich jetzt aber das Rad hier abbaue, dann fällt der hier drauf und dann ist Schicht im Schacht, ne? Ja, und den kann ich jetzt nicht platzieren, weil, ja, weil hier drunter meine Basis ist, ja. Habe ich jetzt nicht nachgedacht. Wie kriegen wir den jetzt hoch? Naja gut, wir können einen Trick anwenden, den werden wir jetzt auch anwenden. Wir werden jetzt einfach 4 Kolben anbauen, hier in den Ecken, und das wird unser Wagenheber. Und damit können wir, uns rausdrücken. So. Dann nehmen wir mal hier einen Kolben. Und den könnten wir theoretisch, müssten wir den aber so rum hinbauen. Und das geht nicht, weil zu tief. Ah, okay. Ah.
warum geht das nicht? Ach, weil wir nach unten zu tief sind. Oh, ja, ja, ja. Das ist ja jetzt auch wieder scheiße. Ja, dann geht er, dann drückt er den ja gar nicht raus. Okay. Dann müssen wir leider Bild und Repair mal kurz ausschalten. Und müssen hier drunter mal Platz machen. Und dann müsste der theoretisch den Kolben dann dahin bauen, ne? Macht er noch nicht. Wir müssen noch mehr Platz machen. Ja, das sind halt so Sachen. Da ist man denn, da denkt man ja nicht dran. Warum geht's nicht? Da geht's. Und da nicht. Das heißt, wir müssen hier noch die Erde wegmachen. Auch noch. So. Es regnet schon wieder. Das Wetter ist so unbeständig, ey. Was denn nu? Warum nicht? Ich nicht. Ja, was nützt mir ja nicht? Dann drückt er ja direkt auf der Erde. Er muss da hin. Hä, der kann das hier nicht bauen? Warum kann der da nicht bauen? Ich verstehe es nicht. Oder habe ich die Erde nicht weit genug weggemacht? Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Hat so viele Momente, ja, wo ich überhaupt nicht weiß, was Sache ist, weil ich überhaupt nicht weiß, warum es nicht geht. Es ist, man kann das nicht erklären. Es sind nachher, am Ende sind das ganz einfache Erklärungen, warum es nicht geht. Das hat jetzt einen Grund, weil der Piston jetzt hier eben so und so und deswegen geht es nicht. Ja, das hat, das ist der Grund. Das, ich meine, hier ist jetzt nichts drunter, wenn ich jetzt hier so gucke, hier ist nichts drunter. Dieser Jetpack. Hier ist nichts drunter. Theoretisch müsste der Piston jetzt angebaut werden können. Und er kann auch angebaut werden. Seht ihr? Man muss einfach nur, ne, ein bisschen rummeckern und dann geht das schon. So. Den werden wir jetzt mal kurz... Das ist jetzt wieder ein Test, ne? Das wird dann unser lokaler Wagenheber sozusagen. Was habe ich denn alles im Inventar, ey? Energiezellen? Warum denn Energiezellen? Oh, Batterien, Alter. Meine Fresse. Naja. So. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Wir drücken mal G und nehmen mal hier den Kolben und sagen mal ausfahren und hier sagen wir mal einfahren. So. Okay. So, jetzt müssen wir den Kolben natürlich noch einstellen.
Aber wir probieren erstmal, was passiert, wenn wir jetzt ausfahren. Ja, das reicht ja von der Geschwindigkeit eigentlich. Wie weit der jetzt rausfährt, der fährt natürlich nicht so weit raus, ist ja klar. Oh, der fährt ganz schön weit raus. Also, wow. Oh ja. Oh ja. Eieiei, wie weit fährt denn der raus, Alter? Das sieht gut aus. Jawohl. Ja, das wird unser mobiler Wagenheber. Der wird da weiterhin drin bleiben. Falls wir uns mal irgendwo festrammeln, können wir uns damit rausheben. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir. Also theoretisch können wir auch fahren, ja? Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt fahren, guckt der Kolben ja doch unten raus, ne? Wieso drücke ich denn eigentlich immer X? Ich verstehe nicht, warum ich immer X drücke. Und warum drücke ich immer J? Ich brauche den Sauerstoff nicht veratmen hier in meinem Dings. Okay, haben wir geschafft. Und wenn wir jetzt hier unten Blöcke drumherum bauen, theoretisch, dann müsste der ja eigentlich sich darauf abstützen können. So. Müssen wir mal Bild und Repair wieder anmachen. Drücken wir X, drücken wir die 1. Jetzt drücken wir hier K und machen Bild und Repair mal an. So, und dann könnten wir nämlich theoretisch das jetzt auf allen vier Ecken machen. Und dann können wir den hochbocken. Und dann können wir hier die Räder nochmal versetzen und dann können wir den wieder abbocken und dann können wir den richtig bauen nachher, den Wagenheber. Ja. Okay, dann muss ich jetzt hier, ja, müssen wir wieder Bild und Repair wieder ausmachen. Das machen wir gleich. Aber er hat sich ordentlich rausgehoben, ja, das muss man sagen. Also hat er gemacht. Sehr schön. So, also, jetzt müssen wir hier uns hier in die Ecke stellen. Ab in die Ecke mit dir, Chrissy. Jawohl. Oh. Mal gucken, ob der Kolben hier gleich instant dran passt. Natürlich nicht. Ist ja klar. Weil hier unten fehlt wieder, ist wieder zu viel Erde hier, ne? Na denn los. Ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, wo man gerade ist. Wo ist denn die Ecke von unserem Dinges? Hier ist die Ecke. So, jetzt müsste der Kolben hier reinpassen. Mal gucken hier. 5. Jo, ist da rein. Sehr schön. Ist ja richtig rum. Ja. So. So. Bild in Repair kann loslegen, genau. Und dann können wir jetzt hier auch wieder unsere Blöcke einbauen. Schon manchmal ein bisschen tricky. Ja, hätten wir natürlich von Anfang an gleich gebaut, ordentlich gebaut, dann wäre das auch gegangen. So, okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten und dann geht's weiter mit unserem Bohrrover. Ne? Bis denn. Tschüss.